Im dichten, dunklen Waldduftwelt gehofft, an einem versteckten Plätzchen, wo ausgesehen wie eine kleine Stube. Da ist er gestanden auf seinen dünnen Beinchen, ist hin und her geschwankt und hat das Köpfchen hängen gelassen. Ist das ein herziges Kind? Hat die Elster gerufen. Sie ist gewundert, die Herzflüge gekommen, wo sie das Stöhnen von der Rehmutter gehört hat. Jetzt ist sie auf einem Ast gesessen und hat geschmettert. Und kann ja schon stehen. Ja, das habe ich noch nie gesehen, so etwas. Ich bin zwar noch jung, erst seit einem Jahr aus dem Nest, aber ich finde sie entzückend, wunderbar, vornehm. Überhaupt, ich bin eure Angst vornehm. Hast jetzt sie auch gerade läuft? Natürlich. Aber Sie müssen entschuldigen. Ich kann jetzt nicht reden. Ich bin noch ein bisschen müde, sagt die Mutter. Wollen Sie sich ja nicht stören. Ich habe auch nicht viel Zeit. Aber so etwas sieht man eben nicht alltag. Wissen Sie, unsere Jungen, die können sich nicht rühren, wenn sie aus dem Ei sind. Und dann brauchen sie Pflege. Also Pflege, sagt ihnen. Futter holen und aufpassen, dass ihnen nichts passiert. Ja, und dann sehen sie noch nicht aus. Nicht einmal Federli haben sie. Finden Sie nicht auch? Entschuldigen Sie, ich habe nicht zugelassen, sagt die Mutter. Du hast es der Elster verkleidet. Sie fliegt davon und schimpft vor sich an. Dumme Person! Vornehm, aber dumm! Vornehm, aber dumm! Die Mutter hat sich ein bisschen mit den Zungen abgeschleckert. Sein Rotröckli war noch ein bisschen verzuset. Und sein duselig Kindergesicht hat ausgesehen, wie wenn es noch schlafen würde. Der ganze Wald war voller Stimmen. Der Pirol hat gejuchzt. Die Tauben haben gehurt. Die Amseln haben gepfiffen. Und die Meise haben zwitschert. Zwischendrin hat man den Schrei von einem Häher gehört. Und das Klopfen von einem Specht. Die Reh hat sich an die Mutter angekuschelt, hat mit seinem feuchten Näsli an einer Nome gesucht und die Sitze gefunden. Während es getrunken hat, hat die Mutter mit der Zunge gestrichelt und geflüstert. Bambi. Mein kleiner Bambi. Es war früher Sommer. An den Hecken und Sträuchern sind Blüten aufgegangen. Überall hat es nach frischem Laub geschmückt und nach grünem Holz. Der Bambi ist hinter seiner Mutter her durchs Gebüsch gelaufen. Die Mutter hat immer genau gewusst, wo es durchgeht. Und der Bambi hat sie gefragt, wem gehört der Weg, Mutter? Die Mutter gibt zur Antwort, uns? Dir und mir? Ja. Uns beiden allein? Nein, uns Reh.
Was ist das? Reh? Du bist ein Reh und ich bin ein Reh. Verstehst du das? Der Bambi macht einen Gump und lacht. Ja, ich verstand. Ich bin ein kleines Reh und du bist ein grosses Reh, gell? Gibt's noch andere Reh als die und mich? Natürlich, viele. Wo sind's denn? Ich seh's gar nicht. Du siehst es denn schon mal. Wenn? Bald, Bambi, bald. Die Mutter geht weiter und der Bambi läuft ihr noch. Er wäre gerne mal ab dem Weg gegangen, aber er hat sich nicht getraut. Auf einmal raschelt etwas am Boden. Ein fies Stimmli pfeift. Dann ist es wieder still. Ein Marder hat den Maus verrutscht. Was ist das gsi? Fragte Bambi aufgeregt. Nicht, komm weiter. Aber ich hab's doch gesehen. Muss nicht verschrecken, Bambi. Der Marder hat den Maus verwutscht und sie tot. Zuerst bringt der Bambi vor Entsetzen keinen Ton raus. Dann aber fragt er, warum hat er die Maus tötet? Sollen wir auch mal eine Maus töten? Nein, Bambi. Nie. Gar nie. Warum nicht? Weil wir niemand tötet. Wir fressen Gras und Rüter und Blätter. Von einem Baum am Wegrand hat man ein Lutz kreischen gehört. Zwei Herren haben um ein Nest gestritten, wo sie plündert haben. Machen Sie, dass Sie weiterkommen, Sie Haluk! Regen Sie sich doch nicht auf, Sie Doppel! Ich habe keine Angst vor Ihnen! Suchen Sie sich doch Ihre Nester selber, Sie Schelm! So eine Gemeinheit! Auf einmal hat ein von den beiden den Bambi gesehen und schnarrt ihn an. Was hast du da zu tappen, du Fratz? Pack dich! Der Bambi springt davon zur Mutter und geht wieder hinter ihr rein. Nach einer Weile fragt er, Mutter, was ist das, eine Gemeinheit? Ich weiss es nicht, Bambi. Mutter, warum sind Sie beide so bös gewesen miteinander? Sie haben Streit gehabt wegen dem Essen. Streiten wir auch mal wegen dem Essen? Nein, es ist genug da für uns alle. Mutter, sind wir recht auch mal bös miteinander? Nein, Kind, bei uns zwei gibt's das nicht. Sie gehen weiter. Und auf einmal kommen sie zu einem wunderschönen freien Platz. Der Bambi will vorwärts springen, aber die Mutter bleibt stehen. Was ist das? Das ist die Wiese. Was bedeutet das, die Wiese? Psst, bist still. Du musst warten, bis der Ruf. Man kann nicht einfach so auf die Wiese rausgehen. Es ist gefährlich. Ich gehe zuerst allein raus und du wartest. Schau immer auf mich. Wenn ich wieder zurückkomme, machst du kehrt und rennst davon, so schnell kannst. Auch wenn du siehst, dass ich auf den Boden fallen muss, fort. Versprichst du mir das? Ja, ich versprech's. Wenn du aber ruf, kannst du kommen und auf der Wiese spielen. Sie geht raus und wittert nach allen Seiten. Dann schaut sie fröhlich zum Bambi über. Komm, Bambi! Und der Bambi springt raus. Zum ersten Mal hat er ganz himmelsblau gesehen und die Sonne, die hell und leuchtig am Himmel gestanden ist. Ein Bambi ist es gewesen, wie wenn er ein Rüschli hätte. Er ist in die Höhe gegumpet, dreimal, viermal, fünfmal. Wenn er ein Kind gewesen wäre, hätte er gejuchzt. Aber Rehe können nicht juchzen. Sie zeigen ihren Übermut dafür mit dabei. Auf einmal kommt die Mutter zu ihnen. Sie duckt sich vor dem Bambi. Fang mich! Und davon ist sie. Der Bambi schaut ihr verdutzt nach. Was will sie denn auf einmal? Mutter! Sie kommt wieder und stupst ihn mit der Nase in die Flanke. Fang mich doch! Sie macht einen leichten, hohen Sprung. Der Bambi ihr an. Das Gras hat ihm um die Ohren geruscht. Er macht einen Bogen und flitzt weiter. Es ist ihm gewesen, wie wenn er fliegen würde. Drehmutter und der Bambi haben miteinander Fanges gespielt. Nach einer Weile sind sie müde gewesen und nebeneinander weiter spaziert. Auf einmal ruft der Bambi,
Schau, Mutter, da fliegt eine Blume davon. Das ist keine Blume. Das ist ein Sommervogel, ein Schmetterling. Oh, Mutter, da kommt ein Stückchen Gras. Das ist kein Gras, das ist ein Heugümper. Warum kommt sie so? Wegen uns. Es hat Angst. Der Bambi schaut den Heugümper an, wo es mit in einem Magritlin hückelt und sagt höflich, Sie müssen keine Angst haben, wir tun ihnen nichts. Ja, keine Angst. Ich bin nur gerade verschrocken. Man weiß ja nie, wer kommt. Man muss sich halt ein bisschen nachnehmen. Wissen Sie, ich bin nämlich heute zum ersten Mal in meinem Leben auf der Wiese. Mutter hat mit mir. Das interessiert mich nicht. Ich habe keine Zeit, um mit Ihnen zu schwätzen. Ich muss jetzt meine Frau suchen. Und hopp, weg ist er. Der Bambi ist seiner Mutter nachgesprungen. Du, ja, mit dem Geschwätz. Mit wem? Hey, mit dem Heugümper. Er war freundlich mit mir. Und er ist so schön grün. Und er hat ein ganz ernstes Gesicht. Und Kumpen kann er. Oh, auch du, das muss denn schwer sein. So hoch Kumpen, wenn man so klein ist. Später hat Bambi an einem Grashalm eine Blume gesehen, die sich bewegt hat. Es war ein Schmetterling gewesen. Bitte, bitte bleiben Sie sitzen, rief der Bambi. Ich kann doch nicht sitzen bleiben. Ich muss doch weiter. Nur ein bisschen, Sie gefallen mir so gut. Meinetwegen, aber nicht lang, seufzt der Wiesling. Der Bambi staunet ihn an. Sie sind schön, wie eine Blume. Der Schmetterling klappert mit den Flügeln. Wie eine Blume? Oh, jetzt habe ich gemeint, wir sind schöner als Blume. Ja, natürlich, viel, viel schöner. Ich habe nur wollen sagen, es ist mir gleich, was sie sagen wollen. Der Schmetterling spielt mit seinen zarten Flügeln. Er legt es breit auseinander und dann stellt es hoch, dass ganz zusammen sind wie Segel. Jetzt verstande ich, dass sie schöner sind als Blumen. Und dann können sie erst noch fliegen. Und das können Blumen nicht, weil sie angewachsen sind. Gell, sie? Die weißen Flügel vom Schmetterling haben sich bewegt. Und er ist in der sonnigen Luft geschwebt, vor dem Bambi offen und abgegaukelt. Nur ihnen zulieb bleibe ich so lange sitzen. Aber jetzt fliege ich vor. Ich fliege vor. Ich fliege vor. Wo der Bambi wieder mit der Mutter Fanges gemacht hat, merkt er auf einmal, dass sie stillsteht. Wunderwitzig geht er näher. Er sieht zwei lange Ohren aus dem Gras rausgüchseln. Graubraun, mit schwarzen Streifen. Komm nun näher, Bambi. Das ist unserem Freund, der Hase. Der Hase schaut den Bambi mit seinen grossen, runden Augen an, lässt seine langen Löffelohren abfallen und müffelt. Guten Abend, junge Herr. Guten Abend. Was für ein hübscher junger Prinz. Ich gratuliere. Währenddem der Hase geschwätzt hat, sind seine Nase und sein Maul mit dem prächtigen Schnauz immer so hin und her gewackelt. Wie bei jemandem, der gerade niessen muss. Der Bambi musste lachen. Aber der Hase war nicht beleidigt. Er hat mitgelacht. Ja, eben. Also, so einen hübschen jungen Mann, der wird ja mal etwas. Das sieht man jetzt schon. Ich habe noch allerhand zu tun heute Abend. Wieder schauen. Er macht rechts umkehrt und hoppelt davon. Mutter hat gelächelt. Der gute Hase, er ist so ein netter. Er hat's auch nicht leicht auf dieser Welt. Auf einmal hört der Bambi so ein feines Rauschen. Er schaut und sieht am anderen Waldrand etwas durchs Gras huschen. Ein Wesen. Nein, zwei, sogar drei. Mutter, dort, schau! Da
ja sonnige wie mehr, ganz gleich wie mehr. Schau! Mutter schaut über. Ah, Dena. Das ist deine Tante. Ich habe schon lange gedacht, wo sie echt stecke. Schau, sie hat auch zwei Kinder. Das sind jetzt Gespönli für dich. Die drei anderen Rehe sind zu ihnen übergekommen. Die beiden Rehmütter haben miteinander geplaudert und die Rehkinder sind unterdessen auf der Wiese rumgekumpelt. Sie sind kreuz und quer umeinander gehackt und haben Fangen gemacht. Die Kinder von der Ena haben Gobo und Falline geheissen. Wo sie müde waren, sind sie beieinander gestanden und haben miteinander geschwätzt. Der Bambi hat ein bisschen aufgeschnitten. Ich habe schon mit einem Heilgümper geredet und mit einem Schmetterling. Und ich mit einem Goldkäfer. Ich schwätze viel mit einem Goldkäfer. Falline war ein bisschen schnippischig. Der Gobo hat jetzt auch etwas wollen sagen. Mir hat der Igel in die Nase gestochen. Was ist das, ein Igel? Fragte der Bambi. Oh, der Igel, das ist ein fürchterliches Geschöpf, volle Stacheln am ganzen Körper und ganz bös. Er will mit niemandem schwätzen. Wenn man ihm nur in die Nähe kommt, ruggelt er sich zusammen. Mutter hat gesagt, wir sollen ihn in Ruhe lassen. Er sei gefährlich. Auf einmal sagt der Bambi leise zum Gobo, weißt du, was das ist? Gefährlich. Jetzt haben sie die Köpfe zusammengestreckt und sie sind ganz unheimlich geworden. Gefährlich, das ist etwas Schlimmes. Aber was echt? Auf einmal ruft Falline laut und fröhlich. Gefährlich ist, wenn man davor rennt. Und sie ist vorgesprungen. Auf einmal haben die Äste geknackt. Dann ist etwas aus dem Dickicht rausgebrochen, über die Wiese galoppiert und stillgestanden. Die Wesen haben ausgesehen wie die Mutter und Tante Nena. Aber auf ihren Köpfen haben sie wunderbare Kronen gehabt. Geweih. Oh, seufzte die Falline und auch der Gobo macht. Oh. Nur der Bambi hat nichts gesagt. Ich hätte vor Staunen kein Wörtchen rausgebracht. Jetzt sind die beiden Wunderbaren ganz nah bei den Kindern vorbeigekommen. Aber sie haben niemand angeschaut. Stolz sind sie vorbeigegangen und im Dickicht verschwunden. Wer ist das gsi? Fragte Falline. Und Tante Nena hat ganz feierlich gesagt, das sind die Väter gsi. Später hat Bambi seine Mutter gefragt, haben sie es nicht gesehen? Warum sind sie nicht bei uns geblieben? Warum haben sie nicht mit uns geschwätzt? Mutter gibt zur Antwort, jetzt redet sie nicht mit uns, Bambi. Nur manchmal. Man muss warten, bis sie von selber kommen. Schwätz mein Vater mal mit mir. Er ist so ein schöner, gell? Schwätz doch mal mit mir. Ja, wenn du am Leben bleibst, Bambi. Wenn du Gefahr aus dem Weg gehst und grösser wirst, darfst du sogar bei ihm sein. Dann kommst du auch so eine Krone über und bist genauso gross und schön wie dein Vater.